Und herzlich willkommen auf unserem Kanal Sunny Side of Life. Und damit willkommen bei Video Nummer 3 von 5 innerhalb unserer allerlei vom Apfel Thementage. Heute widmen wir uns dem Apfelmark und dem Apfelmus. Und da Apfelmus aus Apfelmark und ein paar weiteren Zusätzen besteht, beginnen wir mit dem Apfelmark, teilen dies danach auf und verarbeiten eine Hälfte davon zu Apfelmus weiter. Wir verwenden heute 2 Kilo Äpfel. Bei mir sind es ein bisschen mehr, da sie aus dem Garten stammen und unbehandelt sind. Das heißt, wir werden da vielleicht ein bisschen mehr wegschneiden müssen als bei den Äpfeln, die man im Supermarkt kaufen kann. Verwenden noch 75 Gramm Zucker, 1 Teelöffel Vanilleextrakt, 1 Teelöffel Zimt, 1 Spritzer Limettensaft und etwas Wasser. Die geschmacksgebenden Zusätze, wie zum Beispiel das Vanilleextrakt oder den Zimt, genauso wie den Zucker und die Limette, geben wir nur beim Apfelmus hinzu. Es hat den Grund, dass Apfelmark aus dem reinen Apfel bestehen muss. Ansonsten, wenn da Zucker zugesetzt ist oder irgendwelche Gewürze und sowas, ist es Apfelmus und kein Apfelmark mehr per Definition. Wir beginnen damit, dass wir die Äpfel jetzt alle schälen nacheinander, vom Kerngehäuse befreien und anschließend in mundgerechte Stücke schneiden. Bitte, bitte schmeißt solche Äpfel, generell Früchte, nicht weg. Schneidet es einfach raus. Man muss deswegen keine Lebensmittel verschwenden. Ich habe mir jetzt hier neben noch ein Sieb hingepackt und wasche da drin gleich die Apfelstücke ein wenig ab, bevor ich sie kleiner schneide. Da sie ja durch das Bearbeiten durchaus mal ein bisschen in Anführungszeichen Dreck dran haben. Bitte achtet beim Zubereiten darauf, dass eure Werkzeuge absolut sauber sind. Nur so könnt ihr eigentlich ja, fast garantieren, dass es auch haltbar sein wird. So, wir beginnen jetzt damit, dass wir das Wasser erhitzen. Zusammen mit den Apfelstücken. Das Ganze bringen wir jetzt einmal zum Kochen und lassen es danach dann auch kochen, bis die Äpfel von selbst quasi schon zerfallen. Ab und an umrühren solltet ihr auf jeden Fall, damit nichts unten festbrennt. Man hört es jetzt auch gut, dass es anfängt zu blubbern. Und das lassen wir jetzt, wie gesagt, so lange kochen, bis es zerfällt. Schätzungsweise 15 bis 20 Minuten. Das Ganze kocht jetzt seit ca. 10 Minuten und zerfällt in meinem Fall schon relativ stark, sodass ich jetzt die Äpfel pürieren werde. Dann lassen wir es nochmal aufkochen. Nehmen uns die Hälfte beiseite für das Apfelmus und füllen das Apfelmark dann schon mal ab. Bei der weiteren Verarbeitung solltet ihr sehr vorsichtig sein. Es spritzt nämlich wie die Hölle. Packen uns jetzt etwa die Hälfte beiseite. Dafür nehmen wir uns einfach eine Waage und schauen mal, was das Gesamtgewicht sagt. Wir haben jetzt ungefähr 1300 Gramm Endgewicht und teilen uns jetzt die Hälfte des Apfelmuses, also wir machen jetzt mal 600 Gramm, auf 3 Weggläser auf, a 200 Gramm. Dann arbeiten wir mit dem Apfelmus weiter. Das Apfelmus ist jetzt erstmal abgefüllt und wir verschließen das gleich mit einem Gummi und den passenden Deckeln und den Klammern. Und wenn wir mit dem Apfelmus auch fertig sind und es eingefüllt haben, dann geben wir das zusammen in den Einkochautomaten. Das Ganze kochen wir jetzt noch mal ein bisschen weiter. Geben wir den Limettensaft, den Zucker, den Vanilleextrakt und das Zimtpulver dazu. Wiegen das Ganze dann noch mal und teilen es dann auf die restlichen Gläser auf. Wenn ihr das jetzt riechen könntet, absoluter Traum. Gut, macht's nach, dann könnt ihr es riechen. Jetzt wiegen wir das Ganze nochmal. Und obwohl wir eben nur 600 Gramm benutzt haben und ja jetzt noch ein bisschen was dazugegeben haben, sind wir noch bei etwa 700 Gramm angelangt. Yeah! Das Ganze fülle ich jetzt ab und dann geht's weiter. Das Ganze wandert jetzt für 30 Minuten bei 90 Grad in den Einkochtopf und die Zeit beginnt auch erst dann, wenn die Temperatur erreicht ist.
Apfelmark und Apfelmus sind jetzt fertig eingekocht. Die holen wir jetzt mit so einem Glasgreifer aus dem Wasser raus, lassen es über Nacht abkühlen und schauen uns morgen das Ergebnis an. Die Gläser sind jetzt über Nacht vollständig abgekühlt. Jetzt entfernen wir noch die Klammern und machen einen kleinen Vakuumtest, in dem wir versuchen, das Glas einfach nur am Deckelrand hochzuheben. Und da es sich nicht löst, hat sich das Vakuum perfekt gebildet. Wenn ihr das Ganze in Twist-Off-Gläser füllt, müsste es sich so mindestens ein Jahr halten. In den Weggläsern theoretisch immer. Würde da jetzt aber natürlich kein MHD oder sowas mit angeben. Kann ich auch gar nicht machen. Wenn ihr ein Glas dabei haben solltet, bei dem sich das Vakuum nicht gebildet hat, dann könnt ihr es nochmal versuchen einzukochen. Wenn es dann immer noch nicht funktioniert, verbraucht es am besten innerhalb von einer Woche. Ich habe die Gläser jetzt noch ein bisschen sauber gemacht, da sie beim Einkochen häufig außen so einen leichten Kalkbelag haben. Habe sie beschriftet mit dem Datum, an dem ich das Apfelmark bzw. das Apfelmus hergestellt habe. Das war es dann auch schon mit Tag 3 unserer Apfelthementage. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Kommentar da, Daumen nach oben, den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, um nichts zu verpassen. Würde mich freuen. Lasst es euch schmecken und bis zum nächsten Mal.